Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und ich glaube, wir hatten einen Patch, denn das hier sieht anders aus als früher. So, was müssen wir denn machen? Wir haben ein paar Verwundete, nichts zu kritisches. Aber trotzdem sollten wir vielleicht mal unsere Leute heilen gehen. Ich denke, das hier ist näher als Phoenix Point. Die müssen sich nicht heilen. Dann können sie auch direkt weiterfliegen zu... Moment, irgendwo hatten wir eine Basis, die gerade Zeug aufgedeckt hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Okay, das ist nicht, was ich wollte. Ihr fliegt auch bitte nach... Wo auch immer das ist. Phoenix Charlie, okay. Die Manticore hat nichts zu tun, weil sie keine Leute hat. Wo ist die? Ah, hier hinten. Moment, das ist die falsche... Das ist die falsche Tiamat. Die Tiamat wollte ich dorthin schicken. Und... Ja, da könnten wir Neu-Jericho helfen gegen die Jünger. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist gerade. Wahrscheinlich nicht. So, die Tiamat 3 darf sich erholen. Ich denke, hier werden wir auch gleich einen Angriff haben. Wisst ihr was? Das ist so wenig. Da können wir auch mal schnell hin und das... Ah, und die Belohnung abholen. Und los. Wir sind sogar direkt mit dem Neu-Jericho-Ding hier angekommen. Ja, lasst es uns mal zeigen, aber erst einmal müssen wir sie finden. Oh, was ist denn da los? Das war wesentlich schneller, als ich es gewohnt bin. Könnte auch ein Resultat des vermuteten Patches sein. Okay, du gehst mal hier rein. Und da haben wir einen Feind gesichtet. Falls der rauskommen möchte. Okay, da müsste er sehr weit nach draußen kommen, aber... Wer weiß, vielleicht will er ja. Und du gehst mal hier hin. Und das war's. Und den Scarab schicken wir weit nach vorne, um aufzudecken, ob wir hier noch weitere Feinde haben. Aber ich sehe keine weiteren. Gut, das war das. Okay, da ist jemand mit Virus-Scharfschützengewehr. Hallo. Das ist nicht freundlich. Ich denke, ich werde dir den Kopf wegschießen müssen dafür. Hier sind recht viele dafür, dass es so ein... dafür, dass eigentlich sehr geringe... Verdammt, ich kann nicht reden. Das ist ein Problem. Dass sehr geringe Bedrohung angezeigt wurde. Ready to engage. Okay, wir schießen in den Kopf. Und... Wir schießen nochmal in den Kopf. Aiming. Ich habe eben kurzzeitig schon wieder vergessen, dass die ja nicht sofort ihre Kontrolle verlieren, sobald sie den Kopf verlieren. Okay, du drehst dich einmal. Die Neu-Jerikoianer werden das schon verstehen, ne? Wenn sie kein Dach mehr über dem Kopf haben, aber dafür noch ihren Kopf.
Ich befürchte, ich habe mehr Schaden angerichtet, als ich Gutes bewirkt habe. Okay, du kommst mal raus. Und erledigt und du steigst wieder ein. Okay, Zufahre, du fliegst mal bitte hierhin. Ach Gott, das ist viel zu schnell. Das sieht nicht gut aus. Oh, wir haben doch getroffen. Sehr gut. Jetzt hoffen wir nur, dass der hier nicht gleich die Gedankenkontrolle gegen Zufahre benutzt. Oh, okay, die können ihre Geschütze nach oben werfen, gut zu wissen. Oh oh, nicht gut, nicht gut. Autsch. Und da ist die angekündigte Gedankenkontrolle, okay. Ready to engage. Kill confirmed. Gut, den haben wir. Und Präzisionsartillerie. Naja, einigermaßen. Ich meine, der zweite Schuss hat gesessen. Oh, recht viel für Wilma, sehr schön. Ist auch diejenige, die am meisten braucht. Na gut, okay. Ja, Medusa hat noch einiges bekommen, aber sowohl Zufahr als auch Männer können ja nichts mehr bekommen. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob es dort wirklich eine Unterscheidung gibt. Nicht eine Unterscheidung. Ach. Ob da wirklich was noch, ob dann was verfällt oder ob das einfach neu verteilt wird. Zuflucht gehörtet, yay. Plus 6 bei Neu-Jelko, plus 11 bei der Zuflucht, minus 6 bei den Jüngern, minus 3 bei Synedrion. Ein Haufen Zeug, das wir auseinandernehmen können. 45 Tech, sehr wichtig. 338 Materialien, durchaus okay. 75 Nahrung ist in Ordnung. So, und dann könnt ihr euch mal erholen gehen. Und hier haben wir unsere nächste Mission, bei der wir auch ein bisschen Tech bekommen. Und los geht's. So, okay. Wir starten direkt hier oben, das ist nicht schlecht. Die Gegner stehen so, dass ein Scarab wirklich sehr, sehr praktisch wäre. Sehr schön, kannst du bis dort hinten hinwerfen? Nee. Von hier aus. Ich würde sagen, das machst du mal. Ich meine, wenn wir schon mal die Gelegenheit bekommen, ein bisschen Gift zu werfen, ne? Und fangt! Oh, das lief wesentlich schlechter als erhofft. Könnte hinhauen. Ein Bein deaktiviert, das setzt ihn leider nicht so sehr außer Gefecht, wie ich gerne hätte. Sure thing. Okay, du gehst mal mit einem Sprint hier runter. Time for the push. Und hier hin. So, du kannst dich jetzt hier hinstellen. Ich opfere den mal. Und er kann auch die Granate werfen.
Und direkt den Rumpf verloren. Das ist auch nicht so gut. Weißt du was, du gehst mal hier hin. Ich habe immer noch vor, ihn eher zu opfern als meine, aber... Man muss den ja auch nicht direkt schenken, ne? Das wird den noch nicht töten. Also nicht sofort. Oder... Mal sehen, die Säure hier... Oh, nee, die Rüstung ist weiterhin da. Ach Gott. Ja, das ist ein bisschen doof. Und mit Stand Your Ground meint er, geh bitte aus dem Weg. Ja, was ist denn unser Plan? Anvil, du kannst doch bestimmt rumschießen, ne? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser hier nicht mehr überlebt. Ja, sehr gut. Wird durch Gift schon getötet. Hier. Nächste Runde, ja. Danach dürfte der auch tot sein. Der hier ist weiterhin ein Problem. Wildcard, du stellst mal bitte dein Schild hierhin auf. Wahrscheinlich wird der Kopf gleich von der Seite weggeschossen. Können wir gleich noch probieren. Shadows. Ja, nicht ideal, aber reicht. Und hier hinlaufen. Auch nicht perfekt. Können wir... Ne, wir können die Leute hier hinten treffen damit. Was eventuell auch gar nicht so schlecht ist. Wir schalten den mal für einen Moment aus. Und dann... Was, kannst du hier nicht runterhopsen? Warum nicht? Feigling. Du gehst mal hier lang. Oh, wen haben wir denn da gesichtet? Noch jemand in der Ecke da hinten? Ja, Wracker kann hier aus irgendeinem Grund nicht weg. Okay, Moment. So. Ich denke, das, was der da unten hat, ist ein Raketenwerfer, ne? Ja. Davon abgesehen hat er noch einen Raketenwerfer auf dem Rücken. Was bedeutet, wir sollten uns ein klein bisschen mehr verteilen. Ja, geh mal hier hin. Ich will aber auch nicht das Dach aufgeben, deswegen... So, die Jünger sind dran. Mal sehen, was die so machen. Oh! Okay, eventuell bleibt die hier dann doch nicht auf dem Feld in ihrem nächsten Zug. Statt die Jetpack schneller zu machen, hätten sie den Bug mal vielleicht reparieren sollen. Nicht den Bug, sondern den Bug. Da war die Betonung falsch. Autsch. Das ist gar nicht gut. Wenn jetzt noch der Scharfschütze hier hinschießt, dann könnten wir tatsächlich jemanden verlieren. Und dafür war diese Mission nicht vorgesehen. Oh, sehr gut. Der benutzt nur das Medikit. Das bedeutet, dass wir hier nochmal hinschießen müssen. Aber ansonsten ist das was Gutes. Der möchte echt nicht sterben, ne?
Dann hat er sich aber den ganz falschen Plan ausgesucht, als er hier die Granate hingeworfen hat. Autsch. Hm, daneben, nicht gut. Stellt sich komplett ohne Deckung hin. So, der ist der, der mir Sorgen macht. Oh, und mit Recht. Das hätte ganz doll schief gehen können. Okay. Nicht den, der erledigt sich selbst. Jetzt doch den. Sehr gut. Du darfst zweimal schießen. Ja, denke ich auch. Aber deswegen darfst du jetzt zweimal schießen. Na gut, eigentlich darf er zweimal schießen, weil ich den erledigen wollte. Okay, Arm deaktiviert, wunderbar. So. Du darfst ein Medikit benutzen. Und mal gucken, ob wir hier irgendwo eine bessere Deckung haben. Ich bezweifle es aber. Ich meine, vielleicht, wenn wir hier reinrennen würden. Ja, warum nicht? Da können wir auch direkt ein paar Willenskraftpunkte zurückholen. So. Okay, Shadow. Und. Sehr gut. Denke ich? Ja. Ich war nicht hundertprozentig sicher, weil ich die Markierung vom, von der Benutzeroberfläche nicht gesehen habe, aber ich habe gesehen, dass dort niemand mehr zu sehen war. Okay, können wir den Schützen bitte nochmal in Panik versetzen? Können wir offenbar nicht. Wir können einfach so drauf schießen. Naja. Das lief nicht so wie geplant. So, du gibst mal einen Aktionspunkt hier hoch. Also zwei Aktionspunkte. Und du wandelst die bitte in den Schuss um. Möglichst einen tödlichen. Verdammt. Nicht so gut. Okay, Wildcard, du kannst von hier schießen, kannst du auch treffen. Offenbar nicht. Zumindest nicht gut. Ich meine, mit einem Schuss sollte er theoretisch niemanden ausschalten können. Praktisch bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Kann denn endlich mal jemand richtig ausschalten? Ne, okay, du gehst nur hier hin. Das war's. Obwohl, du gehst hier hin. Das war's dann. Verblutet. Ich dachte, der hätte noch ein bisschen mehr. Oh, benutzt das Medikit. Wunderbar, ist keine Bedrohung mehr. Oh, kann noch in Überwachung gehen. Das macht ihn dann doch zu einer Bedrohung. Sehr gut. Da müssen wir uns nicht mehr weiter drum kümmern. Die Jünger haben nicht mal was gemacht. Das ist seltsam. So, wunderbar. Wir haben zwei Verletzte, aber niemand, der doll verletzt ist. Und, ja, ein Medikit noch, eine Läuterungsgranate, ein bisschen Zeug zum Auseinandernehmen.
50 Tech, 438 Materialien, 312 Nahrung. Wir brauchen wirklich mehr Tech. Plus 10 bei den Jüngern, minus 10 bei Najalko und plus 19 bei der Zuflucht. Das ist doch in Ordnung. Leider mussten wir sehr viel an Munition verwenden, die Tech kostet. So, die Manticore. Inzwischen sollten wir genug Tech haben, um ein neues Team anzufangen. Emma Warner. Warum nicht? Ja, ihr sollt euch nur erholen. Und ich würde sagen... Oh, verdammt. Phoenix Foxtrot wird angegriffen. Okay, Leute. Planänderung. Keine große Planänderung für... die Tiamat, aber für die anderen schon. Also jeder, der es schafft, zu Phoenix Foxtrot zu kommen, soll dort bitte hin. Gut, und wer dort tatsächlich ankommt, oh, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Forschung ist fertig. Das lesen wir noch schnell. Der genetische Aufbau der Erhabenen wurde um die sogenannte Pandora-Schlüsselsequenz erweitert. Sie hatten nun direkten Zugriff auf den Datenstrom, der von Yugoth zur Erde gesendet wird. Es dauerte eine Weile, bis sie gelernt hatte, ohne extreme Schmerzen auf diese Fähigkeit zuzugreifen, und noch ein weiterer Schritt wird notwendig sein, bevor sie ihren Plan umsetzen kann. Sie braucht einen verwundbaren Zugangspunkt, aber sie versichert uns, dass das Yugoth-Wesen uns in Form des Yugoth-Rezeptakels bald einen zur Verfügung stellen wird. Wir müssen uns vorbereiten. Neue Forschung. Liturgie des göttlichen Fleisches. Alle Puzzleteile sind an Ort und Stelle, um den so lange geplanten Betrug der Erhabenen zu ermöglichen und das Yugoth-Wesen dazu zu bringen, seine Macht aufzugeben. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Angriffsplan. Okay, 4 Tage und dann hätten wir das, dann... ja, machen wir das. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns... darum kann ich mich nicht kümmern. Also, ich mache jetzt nicht nochmal die Zeit an, ich werde dauernd unterbrochen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.